Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles. Immer noch Bow and Dagger und Gameplay mit Mods, die verschärften Bedingungen für dieses Bow and Dagger Playthrough könnt ihr genauso wie die Liste der Mods in der Videobeschreibung lesen. Und das Ganze natürlich im Zeitalter des Krieges, Kapitel 4. Und ja. Den Altar einen Erzpriester zuweisen. Das ist immer noch die Aufgabe, die ich habe. Danke für den Tipp mit dem Hinweis, dass es beim Dings, wo sind wir? Hier sind wir, da sind wir, wo sind wir? Hier, Fledermausturm, hier auf der anderen Seite gibt es ein Camp. Und da ist ein definierter Spawn. Das ist richtig. Den habe ich vollkommen aus dem Auge verloren oder vollkommen ignoriert. Also das nehme ich mit. Das nehme ich mit und nee, das nehme ich mit. Oh, da muss ich Nachschub machen bei Gelegenheit. Wir werden natürlich heute wieder bloß mit menschlichen Begleitern unterwegs sein, weil es nein. Nicht du, das hier. Weil es keinen Sinn macht, die tierischen, die müsste ich die ganze Zeit immer abstellen und sagen, hier, mach nichts, mach nichts, mach nichts. Das heißt, dann gehen wir doch lieber gleich mit den tierischen mit den menschlichen Begleitern los. In der Hoffnung, dass ich jetzt einen Erzpriester erwischt. Ich brauche natürlich einen für die Jok-Religion, weil da habe ich ja den Tempel schon auf der höchsten Stufe. Vor allen Dingen, weil ich auch den Jok-Avatar beschwören möchte. Ja, ich könnte noch kurz. Nicht, dass ich es bräuchte, aber damit ich mich dran gewöhne. Oh, ich muss mal wieder welche machen. Oh, es steht genau die. Na komm, komm rein, danke. So, dann schnappen wir das Pferdel und wir beamen uns Sulkers Ende. Da würde ich anfangen zu suchen. Das ist nicht. Das ist es nicht. Das müsste doch. Das ist es nicht. Das ist es. Genau, richtig. Hier rüber klettern. Na, wann kann ich mich hinstellen? Da. So, die Frage, jetzt sollen wir unten gucken, wir können. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, in der einen Ecke, da ist, glaube ich, die Chance auf den Priester. Aber ich würde es jetzt anders machen, zumal ich hier oben noch ein bisschen was zum Aufdecken habe. Würde ich jetzt. Oh, Ambush. Gut, gut. Gucken wir mal, was uns besucht. Ich tue euch mal auf Krawallbürsten stellen. Okay. Ah, lass nur mit. Okay, dann mal weiter. Oh, ich muss was essen. Ich muss eine. Ah, ich kann gerade das hier essen. Dann habe ich den Buff. Hier kann man ja den Kriegstanz oder was das ist. Irgendeinen Tanz kann man hier lernen. Hier. Nee, genau, den da kann man lernen. Das kennen wir ja schon. Und da gehen wir jetzt hier runter. Die werden von Hyänen angegriffen. Ah, daneben. Da kommen sie schon. Und wir gehen natürlich her und
Nehmen den ihr Zeug hier mit. Das unbefleckte Menschenfleisch. Zu essen immer. Und was haben wir hier? Oh, dickes Leder kann man gebrauchen. So, jetzt gucken wir noch hier drüben. Gibt es, glaube ich, auch noch eine Kiste? Nee. Das nehmen wir natürlich mit. Und oh, da haben wir nichts. Und jetzt gilt es, ich weiß es nicht, ob der da drüben als... Ich renn mal durch. Ich will den da unten retten. So, das ist... Der hier, der ist down. Der ist down und der ist... Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob das ein Erzpriester ist. Wir gucken einfach mal. Wir gehen mal auf Concussion Damage. Ich weiß nicht. Der ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Aber irgendwas Besonderes ist der auf jeden Fall. Den nehmen wir mal mit. Mal gucken, wie lange wir den an der Leine halten können. Jetzt durch hier oben erstmal ernten. Da brauchen wir nichts. Und da haben wir hier noch... Hier muss doch noch einer liegen, oder? Waren noch zwei. Der andere ist schon wieder verschwunden. Okay, also hier war nichts in dem Fall. Da bei dem war ich jetzt, wie gesagt, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das hier auch ein Spawnpunkt für einen Priester ist. Oder ob ich da komplett daneben lieg. Von den Masken habe ich eigentlich schon genug. Wie so eine Gemse, gell? Das muss ich mal gucken. Wieso ist das Lager eigentlich nicht aufgedeckt worden? Ich dachte, das hat doch auch einen Namen, oder? Muss ich da von vorne hochreiten? Gucken wir mal schnell. Wenn man hier reinreitet. Nö. Bin mir ziemlich sicher, dass das einen Namen hat. Ich müsste noch mal auf der Karte schauen. Egal, gehen wir zum nächsten. Ups.
Müsste irgendwo da oben sein. Jawohl. Und zwar gehen wir hier hoch. Doch, bin richtig. Der hat sich erledigt. Hat sich auch erledigt. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ich müsste auf jeden Fall wieder umstellen. Aber ich, hier weiß ich jetzt nicht. Was bist du hier? Okay, ich glaube, ich kann umstellen. Da war ich der Meinung, dass hier auch die Chance auf den Priester ist, aber... Okay. Na. Die können wir immer brauchen. So, den haben wir schon. Hier drüben steht noch jemand rum. Alles bloß keine Priester, gell? Er war raffiniert. Ausgewichen. Oh, kleiner Schatz. Ja, in der nächsten Folge machen wir einfach mal wieder eine Säuberung, oder? Das ist auch Fighter und... Aber egal. Ich brauche eh noch Unmengen von Menschenopfer, damit ich meine 500 Tokens zusammenkriege. So, hier ist nichts mehr so und jetzt gibt es da drüben noch. Jetzt gehen wir noch zu dem nächsten Platz.
Ich könnte die Suppe essen. Suppe, Knochenbrühe. Oh, da ist noch einer. Der guckt nicht her, der sagt sich, wenn ich nix. Oh, ey. Ja, das. Muss bloß aufpassen, wenn der Ritualist aufwacht, dass ich schnell genug meine Gefährten wieder auf Keule umstelle, damit sie wieder niederkeulen. Also wir gehen jetzt darüber zu dem Außenposten. Auf der anderen Seite hier. Ups. Die Hasen sind super stabil. Wenn du da mit einem Pferd dagegen reitest, bleibt das Pferd hängen. So, da drüben oben hat es noch einen Außenposten. Und dann können wir auf die andere Seite zu diesem Fleisch-Dingsbums-Reißerfälle. Zu dem Posten. Zu dem Camp gehen. Ist einer zu viel. Alle versunken oder was? Was bist du? Du bist auch bloß ein Ding. Shit. Todesschattenlager. Okay, dann zerlegen wir den. Und ich würde sagen, wir warten hier mal die Nacht ab. Dann war da aus dem Augenwinkel raus, habe ich gerade was gesehen. Die anderen sind jetzt nicht da. Ich würde sagen, wir warten die Nacht ab und dann, sobald es hell wird, gehen wir darüber zu dem Camp. Vielleicht hier mal einen netten Screenshot machen, hier so Abendstimmung einfangen, oder? Ich würde sagen, wir sehen uns bei Sonnenaufgang wieder. Bis gleich. So, hallo zusammen, wieder zurück hier. Ich war kurz in der Basis, hab hier unseren Gefangenen abgegeben. Und jetzt bin ich auf dem Rückweg in die Ecke, wo ich vorher war. Und würde jetzt aber zuerst das Camp angehen, das beim Turm der Fledermaus ist. Weil da bin ich mir ziemlich, da weiß ich hundertprozentig, dass es einen Priester dort gibt. Und wenn wir da nichts finden, dann würde ich wiederum zu dem anderen Lager noch reiten. Und wenn da nichts ist, dann ganz zum Schluss Schleichers Ende noch. Ich meine, da ist in einer Ecke ist auch ein Priester, aber da bin ich mir echt nicht sicher. Jetzt gucken wir zuerst mal hier. Ah, wir könnten. Ich muss mal gucken, wie gut meine Kollegen sind. Wir könnten uns einen Schlüssel besorgen. Da ist ein Boss. Wenn die jemals kommen.
Wie gut seid ihr ausgestattet? Du bist 3000 da. Bei dir habe ich keine da. Das könnte ein bisschen enger werden. Ach komm, das probieren wir. Bei dem muss ich bloß immer genug Reserve haben, um mich wegzuschwingen. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Aber habt ihr gemerkt, er hat nicht einmal diesen Schwanzschlag gemacht? Auch interessant. Aber natürlich bin ich nicht böse. Das nur mit, um den zu legen wir. Und dann gucken wir gleich mal. Und dadurch, dass hier nur die Kollegin hier getankt hat, die hat jetzt knapp 700 Leben verloren. Die hat so gut eigentlich gar nichts verloren, genau. Das war natürlich jetzt gut. Also, jetzt gehen wir aber da hoch, da wo ich eigentlich hin will. Hier kann man, war ich hier schon? Ich meine, ich war hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann man auch einen Tanz lernen? Ja, ich glaube, den habe ich schon. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Ich tue die gleich mal auf Keule einstellen, weil ich... Ja. So viel zu dem Thema. Ist da noch jemand ohne Fahrschein? Die sind schon mal down. Ist tot. Der verfluchte Weg, genau. Boah, jetzt komm. So, und was bist du? Oh, normaler Priester. Ah, okay, den metzeln wir jetzt schnell. Oder auch nicht. Ein normaler Priester, schade. Und jetzt kommt auch noch ein Sandsturm. Kurz die Sandsturmmaske aufsetzen. Es ist immer wieder beeindruckend, oder? Das sieht einfach so cool aus. Okay, also jetzt tun noch die anderen hier ernten. Das war ja leider nichts. Den gibt es hier nicht, ne? Der ist nicht wirklich da, komisch. Aber egal. Also, das heißt, von jetzt muss ich hier hinten rum. Alles klar. Muss mein Pferdel.
muss auf jeden Fall mal wieder auf tödliche Waffen umstellen, sonst kann das zu einem Problem führen. Und ich ziehe mal wieder meine normale Mütze auf. So, die Kollegen warten. Den kriege ich nicht, aber den da hinten müsste ich kriegen. So, kommt noch jemand? Da geht es hier eher darum, dass ich die im Zweifelsfall ausschalte, bevor die... ich weiß, ich kill hier die... So, jetzt tue ich sie mal auf... Okay, das alles nur... Okay, den kann ich noch killen. So. Und da meinte ich, dass hier oben einer sei, aber ist nicht so. Das heißt eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, habe ich einen, momentan nur einen einzigen wirklichen fixen Spawnpunkt von dem Priester und das ist oben, da wo wir jetzt gerade waren, bei der verfluchte Weg. Das ist bitter. Auf der anderen Seite könnte ich da jetzt einfach einen Transportstein aufbauen. Und mich regelmäßig hochbeamen und den Priester farmen. Nee, natürlich haben wir noch einen guten Spawnpunkt, der sicher ist. Und zwar hier Staubteufel kam. Nee, das hier ist es. Galamans Aussichtspunkt. Da haben wir sicher auch einen Punkt. Da könnte man nachher nochmal vorbeischauen, wenn es dann nichts wird. Dann würde ich wirklich offscreen nach einem Priester suchen. Okay. Also dann gucken wir noch mal zu dem Aussichtspunkt, Galamans Aussichtspunkt, und wenn da nichts ist, dann werde ich offscreen gucken. Ah, ich muss die wieder umstellen. So.
Könnten noch das Krokodil besuchen. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr um die Ecke wohne, habe ich das schon ein bisschen vernachlässigt, finde ich. Ich glaube, es guckt auch schon ganz traurig. Da ist völlig apathisch, liegt es am Strand. Schleppt sich dahin. Oh, weg. So. Damit wenigstens ein bisschen Action heute ist. Oh, ich bin gut ausgelastet. Also, nach Gewicht absteigen, keine Sortierung. Und ich könnte mal wieder was zu mir nehmen. Getrocknetes Fleisch. Geht's denn dir? Du bist schon Level 14. Das wird doch langsam. Muss bloß rechtzeitig umstellen, damit ich diesen Level-Up auf Level 20 mitkrieg. Damit ich den Reiseschritt auch noch abhaken kann irgendwann. Aber jetzt besuchen wir noch mal drüben die Kollegen bei Kalamans Ausguck. Ein weißes Kaninchen, oder? Ja. So, hier kommt jetzt eh die Spinnen. Nicht runterrollen, genau, danke. Ah, toll. Wo liegt sie? Da. Dann gehen wir hier dahin. Ich muss unbedingt noch das Fleisch abliefern. So, ich gehe mal sicherheitshalber auf den. Da sehe ich ihn schon. Da hinten steht einer. Ja, komm her. Archpriest. Das heißt, wir können jetzt Schnellreise machen. Den zerlegen wir noch hier. Okay, das und das. Oh, oh, einen Schatz hat er auch noch. Gucken, ob er noch was Feines in der Truhe hat.
Na komm. Ich weiß zwar nicht, wer das Zeug ist, aber ich nehme es mal mit. Ach. So, und jetzt bin ich gespannt, ob der zählt. Ich hoffe es ja. Es gibt ja wirklich diese komische Geschichte, dass manche zählen, manche nicht. So, wo sind wir? Lohnt sich's, nach Hause zu reiten? Das wäre da hinten. Oder sollen wir kurz durchreiten bis hier hoch? Dadurch, dass ich meinen Slash Home vorher verbraten habe, ich würde sagen, ich reite jetzt Richtung Oase und ich hole euch dazu, wenn ich vor Ort bin, oder? Oder wenn natürlich was Aufregendes passiert. So, ich bin natürlich zu Hause. Ich war schon auf halbem Weg zur Oase. Dann ist mir eingefallen, so, ich muss den eigentlich ja noch in den Käfig stecken. So, dann nehmen wir dann mal hier den Koch raus, oder? Ja. Tun wir den Koch raus und dann können wir den hier rein. Dann haben wir noch was zum. Nein. Ich brauche Happy Happy. Du müsstest doch hier, genau. Du hast doch das Richtige. Also, da machen wir 15 müssten lang. So ist natürlich der Ritualist von vorher und jetzt der Archpriest. Also, ich hole euch dazu, sobald der Archpriest fertig ist. Und den kann ich ja hier auch schon mal an den Jog-Tempel stecken. Ich weiß jetzt nur nicht, ich glaube, ich muss dann hier den Jog-Tempel auch erstmal auf die höchste Stufe bringen. Sicher ist sicher. In diesem Sinne, wir sehen uns, sobald der Kollege hier aus seiner Trainingsrunde zurück ist. Bis gleich. Also, unser neuer Mitarbeiter wäre einsatzbereit. Den anderen gucken wir uns nachher auch noch an. Jetzt sollte ich eigentlich, das hier habe ich jetzt abgegradet, auch auf den Jog-Abgrund, also höchste Stufe. Wir haben dem Altar einen Erzpriester zuweisen, aktiv. Und es ist abgeschlossen. Super. Das heißt, den kann ich jetzt hier wieder rausnehmen und schon mal oben platzieren. Und wir müssen uns überlegen, wo und wie wir dann den Avatar beschwören. Muss ich da noch was freischalten? Bestimmt, das wird es nicht umsonst geben, oder? Nö, da steht nichts. Gesegnetes Jog-Hackmesser. Der Kedo-Skelett. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Kann der das gar nicht? Durch die Anrufe eines anderen kann man jetzt schon Energie. So. Ich war der Meinung, dass es mit dem Erzpriester geht. Kleinen Moment mal. So, also, ja, es müsste eigentlich gehen. Also, man braucht einen Erzpriester und man kann dann dieses Token herstellen, dieses wahre Name von Zed oder was auch immer nachher. Und die Option habe ich hier nicht. Also, und das ist ein bisschen merkwürdig. Ich gehe hier nochmal durch. Das ist der Wandteppich von Zed. Dann haben wir hier die Fleisch der Erinnerung. Fleisch der Erinnerung. Warum zwei? Versteht man jetzt nicht. Mitra, das ist immer Eis von Ymir, Auge von Zed und Tafel von Dakedo. Das heißt, hier fehlt mir die Option, dass ich diesen wahren Namen von Zed herstellen kann. Das ist das Skelett.
Das ist es nicht. Es muss irgendwas sein. Ich bin der Meinung, mit waren, glaube ich, um die 500 von diesen Manifestationen, die man benötigt. Was jetzt sein kann, ist das, warum auch immer dieser Jogpriester nicht zählt. Ich werde mich einfach mal in einen meiner anderen Games anmelden, was vor allen Dingen denselben Stand an Dingenskirchen hat, an Mods, und schau mal, ob es da was gibt. Das andere, kann das eine Einstellung sein? Eine Surfer-Einstellung eigentlich nicht. Ich guck mal nach. Ich würde mal sagen, für diese Folge lassen wir es gut sein. Wir haben auf jeden Fall den Reiseschritt einen Erzpriester zuweisen abgeschlossen. Das nächste wäre dann ein Avatar rufen. Und das würde ich dann am liebsten in Verbindung mit einer Belagerung von Al-Machaya machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Eventuell auch in Kombination mit einem Trebuchet-Beschuss. Da könnte sein, dass wir vielleicht in der nächsten Folge in die Richtung was machen. Wenn euch heute diese Folge gefallen hat, wenn euch diese Folge gefallen hat, seid so nett und gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt gerne Kommentare. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Ich werde mich auf jeden Fall nach einem meiner anderen Games einloggen. Ja, also Kommentare schreiben und natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten wäre es super, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier bei Conan Exiles Bauentdecker, mein Gameplay mit speziellen verschärften Bedingungen und natürlich mit Mods. Und bis dahin macht's gut. Tschüss zusammen. Passt auf euch auf. Und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.